Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Cheeky Boink und das ist Mass Effect Andromeda. Ich habe es ja schon in einem anderen Video gesagt, leider Gottes habe ich Folge 8, so bis Folge 11, die Hälfte, haben wir keinen Ton. Also wir haben Ton, Spielton, aber keinen Kommentar von mir und ich habe mich sehr, sehr, sehr geärgert. Wirklich sehr. Also Folge 8, 9, 10, 11. Oder war es 11 und 12? Ich weiß es gar nicht. Es waren so viele Folgen und es ärgert mich sehr. Aber nichtsdestotrotz, wir machen natürlich weiter. Ich habe jetzt... man hätte ja natürlich auch sagen können, okay, ich spiele es neu. Aber das ist echt viel gewesen. Und ich möchte meine Entscheidungen, die ich da getroffen habe, auch behalten. Und das ist ja auch oft situationsbedingt und... Ja, deswegen lasse ich es jetzt einfach so. Es tut mir wirklich leid. Wir wollten hierhin. Das Geheimprojekt, Anlage 2 und erster Mörder. Wir gucken mal, ob wir zuerst zum ersten Mörder fahren. Was haben wir denn hier Schönes? Da ist ein Ausrufezeichen. Hätte noch gar nicht gesehen. Okay, dazu später. Stufe 1 ist okay. Ist nicht so schlimm. So, aber das hier ist auf jeden Fall... Ist das Anlage 2? Sieht so aus, ne? Alles kaputt. Anlage 2, Beständigkeit, neuer Ort. Ich möchte doch erst... Oh, das sieht echt cool aus hier unten. Da komme ich gar nicht so rüber, ne? Sollen wir dann doch erst Anlage 2 machen? Was ist denn da hinten? Ich mag es, über Dünen zu springen und mit allen sechs Rädern in der Luft zu sein. Wir sind so gut ausgerüstet, wie nur irgendwie möglich. Gil hat den Nomad perfekt auf Eos eingestellt. Auch wenn es hier nur Sammelobjekte gibt, das wäre ja auch nicht schlimm. Sie verlassen das Missionsgebiet. Ja, ich möchte da unten hin. Das darf ich nicht, oder was? Ich darf da nicht hin, okay. Schade. Vanadium. Hatten wir das schon? Ups, nee. Ja, so meinte ich das jetzt nicht. Okay, außer Behälter haben wir hier nichts. Dann schauen wir uns mal in Anlage 2 um. Was ist das denn da? Steht einfach so rum hier alles. Äh,
Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Wir nähern uns Anlage 2, Beständigkeit. Sie wurde uns als die Anlage verkauft, bei der wir es hinkriegen. Ach, da unten. Aber sie hatte nicht mal Zeit zu verschleißen, bevor die Kette sie zerstört haben. Laut Datenpad hat Anlage 2 an einem Projekt gearbeitet. Halten Sie Ausschau danach. Aber was ist das dann da hinten? Was ist das hier alles? Nach. Okay, gehört noch zu Anlage 1 und ist einfach kaputt. Was ist das da unten? Ich guck mal, ob ich das scannen kann. Nee, kann ich nicht. Na dann wieder rein. Okay, ich dachte, das wäre hier unten irgendwas Spezielles. Schaue ich mich hier mal in der Anlage um. Zumindest einen Teil, der andere liegt da unten. Zerstörte Aufklärungsposten. Unverzichtbar für angehende Siedler. Wir müssen mehr davon platzieren, sobald wir weiter draußen sind. Die sieht noch ziemlich intakt aus. Kann ich leider nicht rein. Diese Leiche. Ein Scan könnte uns mehr verraten. Wo? Ich hätte was übersehen. Hier sieht's aus wie in einem Kriegsgebiet. Das stimmt. Überlebenden zufolge. Ach, da. Haben von allen Seiten angegriffen. Es war ein Massaker. Er wurde nicht erschossen. Er wurde einfach totgeprügelt. Waren das die Cat? So etwas haben wir bisher noch...
West Porter M. Haben Sie das mitbekommen, Lexi? Ja, Pathfinder. Ich habe die Unterlagen aktualisiert. Kein Strom? Zumindest kein Zugang. Stehen hier immer vor verschlossenen Türen. Die Überbrückung funktioniert, aber... Sam, wurde die Tür von außen verriegelt? Ja, Pathfinder. Offenbar wurde vor der Energiedrosselung eine manuelle Abriegelung durchgeführt. Wieso das denn? Das verhindert doch nicht, dass etwas reinkommt. Es verhindert, dass etwas rauskommt. Na toll. Nicht klein, der Außenposten. Das auch noch was. Können wir mal reinloopen? Man sieht nichts. Eigentlich nur sehen, ob noch jemand rumliegt. Sieht nicht so aus. Gehen wir doch mal rein und sagen Hallo. Zu Hause. Das ist ein Datenpad. Fortführung der botanischen Analyse. Konsole. Sekundärterminals. Hier haben wir keinen Zugriff. Sofern es sich um einen Standardaufbau handelt, befindet sich der Hauptzugang tiefer im Inneren. Hier ist es viel zu ruhig. Das stimmt, aber es sieht schön aus. Bisschen unordentlich, aber... Streben on Air, Mediastream der Initiative, Titel Streben. Die Initiative hat Videos zur Inspiration ihrer Kolonisten produziert. Dieses Video zeigt vor dem Aufbruch geplante Außenpostenziele. Die Power-Taste funktioniert auch nach mehrmaligen Drücken nicht. Was für eine Station? Sieht aus, als hätten sie es eilig gehabt, von hier zu verschwinden. Den Berichten zufolge wurde die Evakuierung durch die Kette gestört. Hm. Pathfinder, zum Zeitpunkt der Abschaltung wurde ein Wartungsbericht veröffentlicht. Und was steht drin? Lauft. Überbrücken Sie die Steuerung! Schließen Sie die Tür! Wo? Tempest, wir haben es mit einem unbekannten Gegner zu tun. Evakuieren Sie den Pathfinder! Wow, nicht so schnell! Negativ, Harper, wir müssen uns bedeckt halten. Cat nähert sich ihrer Position. Cat und dieses Ding? Verfluchte Scheiße! Ich hab gar nichts gesehen. Mein Gott, Logbuch. Stationssabotage? Nein. EOS. Die Kette besiegen, das ist unser Ziel. Diese aufgeregte Musik. Ich muss auch überall drauf drücken, ne? Überall. Kommen Sie. Noch ein Landungsschiff mit Verstärkungstruppen. Seien Sie vorsichtig. Kommt doch wieder zurück, Jungs und Mädels. Zum Teufel.
Dieses Ding ist da draußen. Genau wie die Cat. Solange wir sie nicht ausgeschaltet haben, sitzen wir hier fest. Wo ist der denn? Oha, was ist das denn für ein Ding da hinten? Habt ihr das gesehen? Oh Mann. Okay. Geh hoch. Da unten ist einer. Wo war er? Da. So viele Cat. Ducken. Okay, da hinten noch einer. Und dann der Koloss. Das ist der Koloss. Komm ich so nicht hin. Ich möchte gerne irgendwie diesen Koloss da besiegen. Jetzt Liam retten. Vergessen Sie da nicht etwas? Die Cat zum Beispiel? Komm, Liam. Hier holen wir uns die restlichen Cat. Nur noch meine Pistole. Das war's? Wir haben's geschafft! Boah, Gott sei Dank. Kein Wunder, dass Anlage 2 gescheitert ist. Egal, wie beständig sie sein sollte. So, erstmal aufmunitionieren. Kommen wir hier wieder rein? Ist das offen? Nee, ne? Müsste es dann hier nicht mehr Tote geben? Nicht, dass ich mich beschweren will. Für ein Massaker sind hier wirklich nicht genügend Leichen. Was, wenn sie weggebracht wurden? Wir wissen, dass sich die Nexus nicht die Mühe gemacht hat, sie abzuholen. Sie denken doch nicht, es könnten die Cat gewesen sein. Wollen Sie, dass ich Albträume kriege? Ja, wirklich albtraumhafter Gedanke. Pläne für Spezialprojekt Sigma. Sie haben etwas gebaut. Aber es fehlen Teile. Das muss das Projekt sein, das sie in Anlage 1 geborgen haben. Eine Methode, die Cat zu bekämpfen. Wir könnten es fertigstellen. Oh ja. Alle Komponenten in Anlage 2 hatten Sicherheitsmarkierungen. Ermittle möglich.
Teile für das Projekt von Anlage 2. Check. So, noch eine Komponente brauchen wir. Ist bestimmt da hinten in dem Gebäude. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Das hier oder ein langsamer Tod wie in Versprechen. Schluss mit den düsteren Gedanken, Liam. Oh, Moment. Öffnen. Pathfinder, ich habe genügend sensorische Daten, um ein Bild aus der Vergangenheit zu rekonstruieren. Vielleicht können wir die Kette ja zurückdrängen. Mit welcher Armee denn? Wissen Sie überhaupt, wie man eine Pistole entsichert? Ich versuche nur, unsere Optionen durchzugehen. Evakuieren oder sterben. Mehr Optionen haben wir nicht. Die Initiative ist keine militärische Organisation. Sie waren hierauf nicht vorbereitet. Ein bisschen blauäugig auch letztendlich. Postausgang, Happy Birthday, Emily. Wie ist es so, 28 zu sein? Tut mir leid, dass ich nicht bei dir sein kann, aber ich hoffe, du hast richtig Spaß mit deinen Freunden auf der Nexus. Lass es krachen. Hast du mein Geschenk bekommen? Ich habe den Zwinger extra für ihn gebaut. Ich weiß, er kann Buster nicht ersetzen, aber es heißt, wenn man einen AD von klein auf groß zieht, bleibt er in einem Leben lang treu. Gib ihm einen guten Namen und erzähl ihm viel Gutes von mir, damit er weiß, dass ich auf deiner Seite stehe. Hoffentlich ist deine Geburtstagsparty so großartig, wie du es bist. Nächstes Jahr feiern wir zusammen. Du, ich und der kleine Kerl. Ich liebe dich. Astor. Transfergesuch abgelehnt. Remitus, ich habe Ihr Gesuch erhalten. Es tut mir sehr leid, aber ein Transfer ist momentan nicht möglich. Ich verstehe, dass Sie nach Ihrer Schwester suchen möchten, die sich auf der Turianischen Arche befand. Aber da wir seit unserer Abreise aus der Milchstraße keinerlei Kontakt mit der Nathanus hatten, wären Ihre Mühen umsonst. Die Initiative braucht sie hier auf Eos, um Methoden zur Erhaltung und der Lebensfähigkeit zu erforschen. Ihre Arbeit ist für uns alle wichtig. Sie müssen Geduld haben und warten, bis wir Nachricht vom Verbleib der Nathanus erhalten. Edison. Hey Jungspund, hoffentlich ist da unten alles okay. Es gibt Gerüchte über die unfreundlichen Einwohner, aber damit kommst du sicher klar. Ich wollte nur sagen, dass die Sache, über die wir letzte Woche geredet haben, läuft. Sloan hat heute das Signal gegeben. Wir machen es morgen. Wenn alles nach Plan läuft, nehme ich dich mit hierher, um zu feiern. Wenn nicht, naja, wir hatten es gut. Wir bereuen nichts, oder? Pass auf dich auf. Bis bald. Colt. Es sind auf jeden Fall noch einige Geheimnisse, die gelüftet werden möchten. Aber, meine Freunde, das machen wir in der nächsten Episode. Denn ich denke, wir müssen da hinten hin. Um das letzte Teil zu bergen. So eine Vermutung. Es überrascht mich, dass die Nexus auf Eos weiterhin einen Außenposten errichten will. Sie kennen doch das Sprichwort. Aller guten Dinge sind drei. Diesmal werden wir es hinkriegen. Na klar. Da gab es ja mich noch nicht. Was ist denn das da unten? Ein Behälter. Gut, also, wir machen einen kurzen Break. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Kampf gegen den Koloss. Und ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.